Hallöchen YouTube, ich bin's noch wieder, euer Matze85LP. Wir machen heute weiter. Und wir pflanzen diesmal eine neue Fruchtart mit an. Denn wir haben bis jetzt noch kein Mais gemacht. Auf der Karte, also werden wir auf dieser Karte anfangen mit Mais. Da wir ja Mais brauchen und nicht gerade wenig. Wenn man diesmal mit Mais anfangen, dann kann man nicht unser Silo fertig machen und unser Futtermischstation in Gange bringen. Daher ihr Zeug für die Kühe brauchen, also müssen wir halt uns ein bisschen sputen. Aber dafür machen wir jetzt unser Mais fertig. Halt erstmal auseinanderklappen. Dann fangen wir mit Mais an, so dass wir hier unsere Feuerwände fertig machen können. A und B. Und nicht so viel weglassen, also nochmal ordentlich ansetzen hier. So. Ist jetzt schon die Gehen. Jo, passt auch. Am sauberen Anfang, daher. Das auch nachher mit dem Helfer funktionieren und aber wir werden jetzt weitermachen mit ja unser Mähdrescher, der läuft noch, hat 62% drinne, ist halb voll, 30%. Unsere Sämaschine, die läuft hier lang hin. Endlich mal Mais, wenn wir im nächsten Parts Maisparty schmeißen können wie Weltmeister. Aber zu mehr, wenn wir den Mais haben. Denn wir müssen halt noch ein bisschen was machen hier auf der Karte, daher. Daher müssen wir halt noch lang hin produzieren wie die kleinen Weltmeister und schaffen. Aber ich sehe schon, was unser Mähdrescher voll ist. Da werden wir mal hingucken, wo der ist. Den tun wir nicht, den ja. Dann werden wir den ja gleich mit abtanken und dass wir jetzt zügig lang hinkommen, dass wir das Gras noch einsammeln und hochfahren können. Aber das werden wir noch eine Weile brauchen, also wenn wir da angekommen sind, aber denke mal, sind wir in der Himmelfahrt oder Pfingsten. Nee, das ist früher. Das Wochenende davor. Der Part rauskommt, also müssen wir uns noch ein bisschen sputen, daher machen wir die Weltmeister lang hin hier und in der Hoffnung, dass wir jetzt wirklich demnächst reichlich wirklich viel Milch verdienen, machen. Die Produktion in Gange kriegen, daher müssen wir jetzt zaubern. Aber wir können den ersten Schwung Milch schon mal langsam hochfahren. Oder eher gesagt hinfahren. Dann werden wir auch umkuppeln. Die anderen Hänger ankuppeln. Die fürs Wasser. Da wir auch Wasser noch brauchen an manchen Produktionen, da machen wir jetzt also Wasserrundfahrt, Wasser. Bis zum Umfallen. Daher werden die nächsten Parts viel mit Wasser zu tun haben und dass wir unsere Produktion endlich in Gange haben. Wir haben oben an der Zellstofffabrik anfangen mit Wasser hinbringen und langsam runter arbeiten diese brauchen wir kein Wasser,
sondern Bäckerei, erstmal Zellstofffabrik, Bäckerei, Brauerei, nochmal nachfüllen, wo es fehlt. Aber wir fahren jetzt mit 60 Kubikmeter über die Straßen. Innen davon, dass es ziemlich lang hingeht. Aber nicht so wie viele Fahrtwege haben, werden wir uns also mal ein bisschen beschleunigen. Aber wir werden schnell mal unseren Helfer mal gucken, was der für Mist macht hier hinten. Mensch, da hatte ich nämlich Baller vergessen hier. Daher werden wir den noch mal hochfahren lassen. Moment mal, da ist der andere. Den mal schnell entlassen. Dann machen wir noch ein Vorwände hier. Sonst wird das nämlich mächtig enger mit uns. Daher müssen wir noch mal eben mal hochfahren. Fahren wir es noch mal hoch und dann geht es weiter mit Wasser. Bisschen reichlich Wasser kutschen, daher haben wir auch ein bisschen reichlich zu tun. Denn ich will ja nämlich den Helfer mal hoch und runter setzen, beziehungsweise einmal hochsetzen, dass wir noch ein bisschen Luft haben zum Grubber. Denn der muss nämlich soll laufen, bis die Fläche fertig ist und daher haben wir noch reichlich zu tun. Der Mähdrescher hat noch was vor sich zum Dreschen und bis wir dann hier die Karte, die Fläche runter haben, werden wir langsam lang hinmachen. Und ich will hoffen, dass wir vor Mitternacht nochmal Milch abtanken können, da wir die Milch brauchen. Wir müssen halt die Tanks voll füllen und das macht sich halt ein bisschen langwierige Sache jetzt die Milch und daher müssen wir halt was machen und wollen ja auch was schaffen noch nebenbei, daher mache ich jetzt momentan viel auf Helfer, so dass die Karte hier einwandfrei durchläuft. Aber das Geld fließt momentan in Strömen weg. Wie gesagt, das Saatgut brauchen wir noch nicht wegzunehmen, weil da noch nicht viel da haben. Ich denke mal, wir müssen demnächst noch mal einen Überladewagen holen, etwas rausholen können aus Silo. Ich habe es noch nicht probiert. Aber Mähdrescher ist auch schon mal so fast voll. Also schickt man den auf Piste und holen uns den Mähdrescher noch, den Abfahrer noch mal. Der ist nämlich der Hänger auch schon mal voll. Daher. Dann müssen wir halt noch die Produktion befüllen, nebenbei Bäckerei und Brauerei. Weizen werde ich jetzt wahrscheinlich nicht anbauen auf die Fläche. Da werden wir aber wirklich erstmal große Fläche Mais machen, daher werden wir Zeit auch noch, bis wir durch sind.
Und die ganze Karte wird sich noch eine Weile lang hinziehen. Wir müssen halt wieder mal ein bisschen Diesel machen. Jetzt mit verkaufen. Dann können wir uns langsam mal überlegen, wie wir weitermachen können hier am besten, so dass wir zügig und ohne großen Aufwand die Flächen runterholen. Eventuell einen zweiten Dröscher, aber das wird sich wahrscheinlich nicht lohnen. Aber wir werden uns noch das Fass zurückfahren und nicht Fass. Fass ist momentan nicht gut. Wir müssen auch dieses Vorgewende fertig machen. Das nochmal schnell mit der Hand. Per Hand und Helfer würde sich hier aufhängen wieder. Daher machen wir schnell mit der Hand fertig. In der Hoffnung, dass wir demnächst unsere Kühe dann wirklich glücklich haben, eine hohe Produktion drauf haben, reichlich Milch bekommen. Daher mache ich jetzt mehr auf Milch. Dann werden wir mal gucken, wie weit wir insgesamt kommen. Ob wir hier demnächst noch Soja brauchen wir eigentlich nicht hier anbauen, weil Soja momentan keine Produktion drauf ist. Was wir als nächstes hier anbauen, ich denke mal Hopfen. Einen Schlag Hopfen und dann noch einen Schlag. So, die beiden Schläge, wie ist das? Weizen? Denn wir brauchen wirklich große Mengen davon. Wir wollen erstmal die Lager füllen und dass wir da die Produktion denn am Laufen haben und nicht permanent viel hin und her kutschen müssen. Daher befüllen wir jetzt unsere Lager, so dass wir eine große Menge haben und anschließend ziemlich zügig dann hinkommen. Aber wir werden mal reichlich runterholen an Mais. Da müssen wir uns halt ein bisschen sputen und wie gesagt, wir füllen das Silo denn ziemlich zeitnah voll und schmeißen wir noch was in den BGA. Erst glaube ich das nicht. Eventuell machen wir Körnermais draus und mal schauen, wie es sich entwickelt. Und wie viel wir erstmal ernten. Da steht alles noch eine Sterne. Daher mal schauen. Da kommt unser Helfer mit Grupper oder Scheibe angerollt. Schnell noch an den vorbei, bevor der umdreht. Ja, müssen wir halt noch ein bisschen sputen. Oder fährt er rein? Nee, zum Glück nicht. Ich dachte schon, der fährt uns an. Hat er nicht gemacht. Zum Glück. Aber unser Mähdrescher ist auch schon mal voll. Wie gesagt, das läuft momentan ziemlich zügig hier lang. Hat auch einen großen, ist so halt auch ein großer Schlag hier. Damit brauchen wir nicht zu meckern. Aber wir werden hier einen Helfer anschalten. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ein Däumchen oder ein Abo wäre nicht schlecht.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.